Bilder hinkommen. Ja, meine Lieben, das hat mir... Hallöchen, meine Lieben. Und hier ist sie mal wieder, eure Anni, zu einem neuen Stalltalk. Ja, in den letzten Wochen ist ja ziemlich viel passiert, wie ihr mitbekommen habt. Und zwar ging es ja die ganze Zeit um mich und Hauski. Und auch jetzt geht es natürlich mal wieder hauptsächlich um mich und Hauski. Viele fragen sich sicherlich, Mensch, zeigst du denn auch irgendwann nochmal ein Video mit deinem kleinen Shetty-Hengst, dem Minimann? Und natürlich werden wir da auch noch wieder ein Video drehen. Das möchte ich mit meiner Pflegebeteiligung der Anne dann demnächst mal machen. Da sind auch Fragen gekommen und es kamen auch mal wieder Fragen nach Produkten. Ihr wisst ja, mit so vielen Leuten kooperiere ich da nicht. Ich bin nicht so diese typische Influencerin. Ich bin einfach jemand, der möchte den Weg mit den Pferden und meine Geschichte einfach mit euch teilen und auch kritische Gedanken über den Reitsport loswerden. Und deswegen mache ich das Ganze ja hier. Und natürlich habe auch ich eine Geschichte mit meinem Hauski. Wer hier schon lange folgt, lasst gerne ein Abo da und drückt die Glocke. Der hat ja mitbekommen, dass das Hauski mittlerweile leider an Krebs erkrankt ist. Dass er jetzt eine Studie mitmacht mit einem experimentellen Krebsimpfstoff, der sich sehr gut bewährt hat bei den Pferden mittlerweile. Und wer hier auch länger folgt, weiß, dass ich auch dieses Jahr ziemlich viel schon erlebt habe, nämlich, dass ich leider die Diagnose Multiple Sklerose bekommen habe, wo ich schon länger den Verdacht hatte, dass ich daran erkrankt bin. Und dieses Jahr hat es sich ja dann leider bestätigt und das Ganze ist natürlich ein Einschnitt für mich, für meinen Umgang, auch mit den Pferden. Und die Leute, die hier lange folgen, wissen auch, dass Hauski und ich keinen einfachen Weg miteinander hatten. Und dieser Weg ist mittlerweile sehr festgefahren. Und jetzt komme ich auch schon zum Kernpunkt. In diesem Video soll es darum gehen, darf ich sauer auf mein Pferd sein? Beziehungsweise ist es normal, auch mal sauer auf sein Pferd zu sein? Und ich sage euch ganz klar, jeder Mensch hat das, der ein Pferd hat, hat das sicherlich schon mal erlebt, dass man ins Vermenschlichen gerät. Das findet man ja auch im positiven Sinne, dass Leute ihre Pferde so stark vermenschlichen, dass sie sogar denken, sie können mit ihnen frei durch Wald und Flur laufen und es wird niemals etwas passieren. Dazu kommt auch noch mal wieder ein Video. Das ist ja ein Thema, wo ich schon sehr, sehr lange drüber aufkläre. Ja, und genauso gut kann man das Pferd aber auch vermenschlichen und manchmal sagen, Mensch, du willst mich doch jetzt hier gerade hops nehmen, du willst mich doch ärgern, du machst das jetzt hier, um mich zu ärgern. Und natürlich ärgert euch ein Pferd nie mit Absicht und ein Pferd macht nie Dinge irgendwie, um euch zu ärgern, sondern wenn ein Pferd eine Sache nicht ausführen möchte, dann hat es häufig, liegt es dann an der Kommunikation. Und da ist bei Hauski leider so einiges im Argen und auch schief gelaufen. Ich werde euch noch mal ganz kurz erzählen, wie Hauskis Werdegang so war und euch erzählen, an was für ein Problem oder wo es gerade zwischen mir und Hauski hakt. Hauski habe ich ja jetzt fast 2 Jahre. Ich habe den 4-jährig gekauft. Der wird jetzt nächstes Jahr 6-jährig. Und ich habe den Hauski circa mit 4,5 Jahren angefangen anzureiten. Und dabei hat mir ja der Alexander geholfen, wer hier auch das Ganze mitverfolgt hat. Alex ist meine eigentliche Reitbeteiligung gewesen. Er hat die Warmblutpferde, die ich ja vorher hatte, geritten. Hat mit mir dieses Social-Media-Projekt aufgebaut. Er ist eigentlich der zweite Kopf von Koriander Flavor gewesen. Und ich sage jetzt auch bewusst gewesen. Noch ist Alex nämlich bei uns am Stall. Er hat da immer weiter Reitunterricht gegeben, auch in der Zeit, als ich am Privatstall stand mit meinen Pferden. Und jetzt bin ich ja wieder zurückgekehrt. Aber Alexander wird nicht mehr ewig an unserem Stall bleiben. Er hat sich privat verändert und wird uns leider irgendwann verlassen. Jetzt ist er allerdings noch da und er kennt auch Hauski. Er hat mir, wie gesagt, geholfen, Hauski anzulongieren. Er hat den Longenführer gemacht, als ich die ersten Male auf Hauski draufgelegen habe. Und wir haben halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass der Hauski nicht so das lauffreudigste Pferd ist. Na, also es war wirklich schwierig, den Hauski zu motivieren. Ich hatte dann auch immer mal wieder so Diskussionen mit dem Hauski. Und irgendwann hat sich das aber gebessert. Ich habe dann viel Doppellongenarbeit mit ihm gemacht. Und er hatte dann auch mal so Phasen, wo er dann mal so recht kooperativ war.
Und einige fragen sich jetzt sicherlich, das ist doch, weil das ein Hengst ist. Und da sage ich ganz klar, bei Islandpferden habe ich schon sehr, sehr häufig das ein oder andere erlebt. Es gibt diese wirklich sehr hitzigen Sportpferde, die man kaum regulieren kann. Und dann gibt es aber auch sehr sture Pferde, die dann auch mal sich hinstellen oder mal umdrehen. Halt so ein typischer Kleinpferdesturkopf, der da ganz gern mal durchkommt. Und das ist nicht nur bei Hengsten so, sondern das habe ich tatsächlich in der Kindheit mit unserem Islandwallach auch erlebt. Wir mussten öfter mal mit dem so ein bisschen ins Gespräch gehen und dann hat er sich aber meistens überzeugen lassen. Und ähnlich ist es mit Husky auch immer gewesen. Er war nie der Selbstläufer und dadurch, dass wir kein zweites Pferd hatten, was mit ihm zusammen ins Gelände gehen konnte, denke ich, hat sich da so ein bisschen was manifestiert, weil der Husky von Anfang an lernen sollte, alleine im Gelände mit uns zu gehen. Und da hat er häufiger schon damals dicht gemacht im letzten Jahr und dann ist er ja in Fachberitt gegangen und da kam er auch eigentlich recht motiviert wieder. Allerdings hat sich da etwas bei ihm jetzt manifestiert, wo ich einfach sage, da bin ich es persönlich an meiner Grenze mit ihm. Ich war ja sehr, sehr häufig am Berittstall, habe da auch Unterrichtseinheiten genommen und Husky war da sehr kooperativ. Dann sind wir ja auch auf Prüfungen mit dem Husky gefahren. Ich habe mein erstes Turnier mit ihm geritten und was man immer deutlich gemerkt hat, ist, dass der Husky irgendwie auf der Ovalbahn nicht gezogen hat. Also der hatte da keinen wirklichen freien Laufwillen. Und man musste da sehr, sehr arbeiten, dass er da vorwärts geht. Wir haben ja vieles mit Husky probiert. Ich habe ihn oft in Kliniken gehabt. Wir haben Blutbilder gemacht. Wir haben ihn dann aber auch zwischendurch immer mal wieder stehen gelassen. Und ich hatte das Gefühl, umso länger er steht, umso unmotivierter ist er. Wo er hingegen dann so ein bisschen Spaß dran entwickelt hat, ist es halt mit anderen Pferden im Gelände zu zweit zu laufen. Und ich denke, dass das auch eine Sache ist, die wir unbedingt bei ihm beibehalten müssen. Aber jetzt nach der letzten Prüfung, wo er dann wirklich gar nicht mehr laufen wollte, ihr habt das vielleicht mitbekommen, ich verlinke euch die Videos auch gerne nochmal hier in die Infobox, ist es wirklich so, dass sich bei Husky was festgebrannt hat. Dann kam ja noch die Krebsdiagnose, dann kam die OP, dann kommen jetzt die ganzen Fahrten in die Tier-Uni-Klinik und ich glaube einfach, dass Husky im Kopf zugemacht hat. Dann kam ja jetzt noch die Diagnose dazu bei mir. Das heißt, ich habe meinen ersten größeren MS-Schub richtig gemerkt und habe da natürlich auch so ein paar Sachen, die so ein bisschen bei mir geblieben sind. Das heißt, ich habe häufiger mal so ein bisschen Probleme, Körperspannung zu halten, Schwindel- und Augenprobleme und ich setze mich selber auch sehr, sehr unter Druck mit dem Husky mittlerweile. Denn es ist halt so, ich möchte mit dem Husky gern auch mal entspannt eine Runde ins Gelände reiten. Ich habe mittlerweile im Kopf eigentlich das gestrichen, dass ich mit dem irgendwie Turnier reiten will. Ich glaube, da sind wir momentan überhaupt noch nicht so weit, obwohl er gute Gangarten mitbringt. Aber ich glaube, da sind wir einfach nicht. Das haben mir diese letzten beiden Prüfungen einfach gezeigt. Und ich bin da auch sehr kompromissbereit und habe mir dann überlegt, gut, dann versuchen wir es halt im Gelände. Mit anderen Pferden, wie gesagt, macht er das mittlerweile wirklich sehr gut. Und er darf ja auch geritten werden, das vorab. Er hat diese OP gehabt, er kriegt die Spritzen gegen den Krebs. Aber mir wurde explizit in der Tierklinik gesagt, er darf und soll bewegt werden. So, und das möchte ich natürlich auch machen. Das Problem ist nur, Husky lässt sich momentan alleine fast gar nicht mehr im Gelände reiten. Das heißt, es potenziert sich so hoch, dass er sich hinstellt und man ihn mit fast gar nichts mehr fortbewegt bekommt. Und jetzt kommt unser lieber Alexander ins Spiel. Gerade heutzutage, wo immer mehr Sachen im Internet verbreitet werden, wo immer mehr in der Gesellschaft über Tierschutz, über Ernährung, über Umweltschutz, über so ist es richtig und nicht so und so sollte man es machen und nicht so diskutiert wird, steigt auch der Druck als Pferdehalter, dass man denkt, man muss alles perfekt und richtig machen, damit nicht irgendeine wild gewordene Bubble plötzlich auf einen aufmerksam wird und einem irgendetwas unterstellt. Und es ist natürlich eine nice Aktion, wenn plötzlich dein Pferd mit dir mitten auf der Straße anhält,
sich mit nichts mehr fortbewegen lässt und plötzlich kommen irgendwelche anderen Reiter vorbei, Fußgänger, Leute mit Hunden und man selber sitzt da einfach und denkt so, verdammter Mist. Und ist selber schon so angespannt, weil man die Körperspannung nicht so aufbringen kann und weiß einfach, sich nicht mehr zu helfen. Und es ist halt tatsächlich so, dass meine Hilfengebung dann teilweise auch diffus wird. Das heißt, ich fange an, mit dem Schenkel zu treiben. Das hat ihn auch wirklich tatsächlich noch nie richtig interessiert. So, was macht man mit einem Pferd, was Schenkelhilfen ignoriert, was Gerteneinsatz, also leichten Gerteneinsatz ignoriert? Ja, da steigt man dann ab und führt ihn vorwärts und versucht dann wieder aufzusteigen und das Ganze nochmal zu machen. Jetzt können natürlich hier wieder irgendwelche Leute kommen und sagen, ich würde das so machen und ich, bei mir wäre das lang nicht so. Es sind immer nur Leute, die die Videos sehen, die das Pferd nicht kennen, nie auf dem Pferd gesessen haben. Auf Hausky haben wirklich schon ein paar Fachleute, haben sich den angeguckt und alle sind zu demselben Ergebnis gekommen, das ist nicht einfach mit dem Hausky. Jetzt könnte ich natürlich genauso sagen, ja gut, den verkaufe ich halt auch, den lasse ich kastrieren, denn kastrieren ist die einzige Lösung, sehe ich halt gar nicht so, weil einem Tier den Charakter wegkastrieren, das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern der Hausky ist ein so lieber, ruhiger Genosse, warum soll ich den kastrieren? Und ich glaube auch nicht, dass es sich groß ändern würde, weil, wie gesagt, ich kenne auch sture Easy Wallache und er ist eben so. Mir wurde halt gesagt, dass seine Mama auch stur ist und wenn die was nicht will, macht sie es halt auch nicht. Sondern ich bin ja auch ein Mensch, der immer wieder sich auch mal jemanden dazu holt, der sich immer wieder das auch mal anschauen lässt. Und da ich durch meine Erkrankung mittlerweile im Kopf sehr schnell blockiere und sehr schnell dann auch hektisch werde, mich schnell beobachtet fühle, brauche ich jetzt einfach mal jemanden, der mich von unten so ein bisschen runterkühlt. Und da ist Alex tatsächlich eine Person, die ich sehr lieb gewonnen habe über die ganzen Jahre. Alex war immer ruhig und viele haben immer gesagt, der Alex, wenn der reitet, ja, der sitzt da immer so wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Alex wird sicherlich da jetzt nachher auch nochmal was dazu sagen. Alex hat aber einen guten Draht, vor allen Dingen zu jungen Pferden und ich habe ihn ja oft schon auf jungen Pferden auch reiten sehen und auch auf Landlust reiten sehen. Er behält die Ruhe und er kommt irgendwie immer an das Ziel. Und dadurch, dass Alex jetzt auch schon lange Reitunterricht gibt, sieht er natürlich auch Dinge, wie die treibenden Hilfen und die verwarnenden Hilfen zusammenwirken. Und dem Alex, der ist jetzt schon neulich einmal mitgekommen, ist da einiges aufgefallen. Wir haben das im Stehen dann geübt in den brenzligen Situationen, wo Hausky sich hinstellt. Und der Alex hat da auch dann wirklich einen guten Tipp gehabt. Und ich brauche jetzt einfach jemanden, der mich so ein bisschen runterholt, der diesen Druck mir so ein bisschen rausnimmt und der halt sagt, es ist nicht schlimm, wenn man da 10 Minuten auf so einem Fleck steht, sondern das ganz in Ruhe dann versucht mit dem Pferd zu erarbeiten und nicht zu auszudiskutieren, sich nicht mit dem Pferd anzulegen, sondern die Sache zu erarbeiten. Und da habe ich jetzt wirklich mich für Alex entschieden, weil der ihn einfach kennt, den Hausky, weil er auch schon ein paar Mal auf Hausky gesessen hat und weil er da, glaube ich, einen ganz guten Draht zu Hausky hat. Und solange Alex bei uns noch am Stall ist, werde ich das jetzt nutzen und Alex und ich werden das üben im Gelände, dass ich vielleicht irgendwann die Möglichkeit habe, mir eine Technik zu erarbeiten, mit Hausky da vorwärts zu kommen. Und Fakt ist halt auch, natürlich kriege ich Wut. Und ich soll die nicht kriegen, das ist mir ganz klar. Aber es ist einfach die Realität, ich werde sauer in so einer Situation. Und da hilft es wirklich, wenn dann jemand daneben steht und sagt jetzt mal Wusa, durchatmen. Das Pferd versteht gerade die Situation nicht. Vielleicht hat er auch einfach Angst, vielleicht will er sich entziehen. Und ja, ich werde jetzt heute mit Alex auf diesen Weg gehen, wo Hausky das besonders gerne macht. Und wir werden mal gucken, ob wir den Hausky vorwärts bekommen, wie wir den Hausky vorwärts bekommen. Und Fakt ist, es ist unser Weg, mit dem Pferd das zu erarbeiten. Andere machen das wieder anders. Das ist kein Lehrvideo, sondern einfach meine Geschichte, wie ich mein junges Pferd mit Multipler Sklerose und diesen ganzen Dingen, die gerade so zusammengespielt haben, jetzt weiter arbeiten möchte. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht auf die Wiese stellen, sondern ich möchte es diesen Winter einfach versuchen, mit ihm einen Weg zu finden,
Weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, diese langen Pausen haben das nicht wirklich verändert. Und ich denke schon, dass es Hauski gut tut, wenn er irgendwann auch mit Freude im Gelände laufen kann, auch mit mir alleine. Und ja, deswegen werde ich jetzt mit Alexander das Ganze einmal im Gelände üben. Und wie gesagt, das ist kein Lehrvideo, sondern einfach meine Geschichte, meine Situation mit dem Pferd. Und ja, ich lade euch auf jeden Fall ein, euch mitzunehmen bei dieser Sache. Und ihr solltet euch auf jeden Fall in den Kommentaren mäßigen. Ihr wisst, Hate ist bei mir ist das der falsche Ort. Und auch Maßregelungen und Tipps möchte ich nicht, weil ich gehe auch nicht zu anderen Leuten, gebe Tipps oder Reitunterricht. Jeder sollte sich seine Person suchen, mit der er an Problemen beim Reiten arbeiten will. Und ich denke, da habt ihr wahrscheinlich auch selber dann euren Weg gefunden oder seid noch dabei. Und ich wünsche auch euch natürlich immer viel Glück dabei. So, und jetzt nehme ich euch mit zu meinem Sturheitstraining mit Hauski. Ja, bevor ich jetzt gleich den Alex am Stall treffe, einige Leute haben das bereits auf Instagram gesehen, ich habe mir tatsächlich eine Reitbeteiligung in unserem Stall gesucht, nämlich eine Haflingerstute, die nennt sich Rilana. Die ist natürlich schon etwas älter als Hauski. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall zwischen 11 und 12 Jahren alt. Ich habe eine nette Miteinstallerin dort kennengelernt und ja, ich habe jetzt zu dieser Möglichkeit, dass ich einfach auch mal so ein bisschen zum Reiten komme mit einem Pferd. Weil ich bin ja jetzt kein unerfahrener Mensch auf dem Pferd. Ich reite viele Jahre und wenn ein Pferd auch kooperativ ist, reite ich ein Pferd auch ordentlich, dressurmäßig. Aber ich brauche halt ein Pferd, was auch kooperativ ist mit meinen Einschränkungen, die ich mittlerweile habe. Und einfach als Entspannung reite ich diese Stute jetzt so ein- bis zweimal pro Woche dazu, damit ich halt einfach auch nicht aus dem Reiten komme, weil mit Hauski momentan halt diese korrigierende Arbeit die ganze Zeit anstehen wird. Und wie gesagt, ich möchte natürlich auch einfach das, was ich reiterlich auch dann kann, noch wieder einsetzen können und mich bei Hauski wirklich auf die Defizite, die ich mit ihm habe, konzentrieren. Ja, zu der Rilana gibt es sicherlich irgendwann auch noch mal ein Video. Die Besitzerin hat gesagt, dass wir auf jeden Fall da auch mal gerne was machen können. Und ja, mit der reite ich im Moment dressurmäßig und die macht sehr, sehr viel Spaß. So, ihr Lieben, da ist er seit langem mal wieder für euch. Das ist wirklich seit langem mal wieder ein Video, was wir hier zusammen für YouTube machen. Hi, Alex. Ja, hi. Alex, dich erkenne ich gar nicht mehr ohne Bart. Passiert. Ich bin der Neue hier. Ja, wie gesagt, hier sind meine beiden Plagegeister. Und ja, Alex kennt ja Hauski. Oh. Du kennst ihn ja eigentlich, seit ich ihn habe, ne? Ja. Und wir wollen uns das jetzt heute mal zusammen im Gelände angucken. Das ist ja so ein Weg, den ich da mit ihm gebe, wo er das halt verweigert, sich hinstellt und ich dann, ich habe es den Followern eingangs schon so ein bisschen erzählt, dann auch so ein bisschen mich beobachtet fühle, in Stress gerate und er das dann halt komplett, man soll es ja nicht mehr sagen, ausnutzt. Alex, und sag du auch nochmal was zu Hauski, so wie du ihn kennengelernt hast und was eigentlich so das Problem bei ihm ist, was es nicht für jeden Reiter sozusagen einfach macht. Ja, der ist halt erstmal ein junges Pferd. Seine Fehler merkt er sich halt und darauf baut er danach auf. Er ist ja nicht dämlich. Man muss ihn also weich machen, dass er sich stellen, biegen lässt und so weiter. Man muss ihn vorm Schenkel halten. Man muss im richtigen Moment mit der richtigen Dosierung mit der Gerte nachtreiben. Wenn man nicht zu viel macht, dann stellt er auf stur und wenn man zu wenig macht, reagiert er halt nicht. Und man muss aber trotzdem dabei versuchen, ihn vorwärts gehen zu lassen, ohne dass man die ganze Zeit nachtreiben muss. Auch wenn er natürlich ein faules Pferd ist und er natürlich dazu verführt, dass man die ganze Zeit nachtreibt. Aber genau das ist ja falsch. Und das ist die Schwierigkeit, da die richtige Dosierung zu finden und trotzdem mit Feingefühl dieses Pferd vorwärts zu kriegen, ohne dass man da halt zu stark wird, weil man denkt, er ist stumpf. Ja, was ich jetzt so mitgekriegt habe aus der Islandreiterei von Anni, die ist da ja so ein bisschen involviert, ich ja so eigentlich gar nicht, ist, dass man Islandpferde grundsätzlich immer erstmal vorwärts schickt. So, das macht man so, das ist auch so immer gewesen und das ist ja auch in Ordnung so. Das Problem ist, dass das bei Pferden wie einem Hauski halt nicht so gut funktioniert. Weil der sagt dann irgendwann, er hat keinen Bock mehr und immer schneller, schneller, schneller macht er nicht mit und dann macht er dicht und dann macht er gar nichts mehr. Das genau, heißt, also dieses Highspeed-Tilten auf Ovalbahn, junges Pferd natürlich erstmal einen Vorwärtsgedanken entwickelt und
das ist natürlich auch der Ansatz. Ne? Also das ist, wenn man diese Pferde auch sportlich reiten will, dass eine hohe Tempovarianz, das wollten sie ja auch auf den Jungpferdeprüfungen jetzt sehen, funktioniert mit ihm leider nicht. Und Alex kennt ihn jetzt einfach und hat ja auch schon ein paar Mal drauf gesessen, reitet selber eigentlich keine Islandpferde, ist trotzdem schon mehrfach mit ihm auch Tölt geritten. Alex, wie hast du das mit ihm immer gelöst? Und du hast es oft gelöst bekommen. Ja, der Husky ist halt ein Pferd, der hat erstmal gar keinen Bock auf Arbeit. Das heißt, bei dem muss man erstmal hingehen, dass man ihm sagt, so pass auf, wenn du das Grundtempo erstmal hilfst von alleine, dass der einfach von alleine das Tempo hält, was ich ihm vorgebe, bin ich damit erstmal zufrieden. Dass der erstmal rafft, wenn er macht, was ich sage, gibt es auch keinen Ärger mehr. Genau. Und dann der zweite Punkt ist, dass er lernen muss, dass es auch Spaß machen kann, so vorwärts zu gehen. Das kommt dann mit der Zeit, wenn er natürlich dann merkt, dass es angenehm ist, so zu laufen. Weil wenn er nicht läuft, gibt es Ärger. Wenn er läuft, gibt es keinen Ärger. Heißt natürlich, positives Feedback ist, wenn er läuft. Daher kommt dann auch der Spaß am Ende. Und dann kann man den auch immer etwas mehr vorwärts reiten, immer etwas Gas geben lassen. Ne? Der wird natürlich nie so ein Pferd werden, das von sich aus den Renntölt anbietet. Das macht er einfach nicht. Aber man kann ihn dann dazu kriegen, dass er dann auf Kommando das auch mal macht. Man darf es halt nur nicht überfordern, gerade am Anfang nicht. Weil, wie gesagt, sonst hat er gar keinen Bock mehr. Und dann stellt er sich halt hin und tut es halt nicht. Ja. Das ist natürlich auch alles der Anni nicht unbekannt. Ja, aber wie ihr ja wisst, hat die Anni ihre Krankheit. Das ist natürlich bei solchen Pferden dann nicht so optimal. Wird er natürlich stur und sagt, dann macht er halt gar nichts mehr. Und deswegen bin ich dann jetzt heute auch mal dabei. Guck mir das an mit der Anni und dem Husky. Jeder weiß ja, wenn man drauf sitzt, ist es immer anders, als wenn man daneben steht. Genau. Dementsprechend werde ich ihr dann einfach freundschaftlich Ratschläge geben, wenn sie braucht. Und dann sollte es auch eigentlich funktionieren. Reiten kann sie ja. Genau, ich denke einfach immer, ist es gut, in solchen Situationen sich immer mal von unten von anderen Leuten, die man kennt, die das Pferd kennen, angucken zu lassen. Das haben wir jetzt auch getan. Wir waren aber einfach mit ihm viel zu sehr am Turnier orientiert. Und ich denke, dass das auch zu früh war. Und was Husky gefehlt hat, was ich ja schon gesagt habe, waren andere Pferde, die man hätte mitnehmen können im Gelände. Und das hat ihm in der Grundausbildung halt komplett gefehlt. Und jetzt wollen wir halt gucken mit dem, was wir da haben, ob wir das wieder in den Griff bekommen. Ja! Husky sagt schon mal, ja. Sehr gut. Und wie geht es dem kleinen Tierchen nach der OP? Können wir uns das mal anschauen? Das können wir uns auch anschauen. Das ist jetzt ja knapp einen Monat her. Das Ganze, das hat schon so ein Schorf gebildet. Ach Alex, das ist jetzt aber Getue hier, ne? Nein, das hat jetzt hier schon ein Schorf gebildet. Das war sehr viel größer noch. Das ist jetzt wirklich nur noch so ein kleiner Punkt. Ich schmiere das immer noch mit einer Honigsalbe ein. Und ja, nächste Woche wirst du mich ja begleiten, einmal wieder in die Uni. Und da wirst du das dann mal live mitbekommen. Auch was der Tierarzt dann sagt, der ihn da betreut. Und was der auch zu der Wundheilung sagt. Abschneiden, bei ihm. Eis abschneiden. Genau, das ist Alex, wer leibt und lebt. Ja, wolltet ihn ja mal wieder hier. Ja. Ja, Alex, du verlässt uns leider irgendwann. Ich habe es schon geteasert. Ja, alles Gute hat an meinem Ende. Aber deswegen nutze ich das, solange du noch hier bist, dass wir jetzt mit Husky... Aber willst du mich jetzt ausnutzen? Ich würde dich jetzt ausnutzen, ja, so genau. Aus. Dass wir mit Husky hier noch ein bisschen üben. Ja, kann ich hier richtig schön einreiten, dann kannst du ihn alleine wieder verreiten. Genau, siehst du mal. Ein bisschen Spaß haben wir noch hier. Ein bisschen Zynismus beim Husky ist auch vonnöten. So, wir sind unterwegs. Gucken wir mal. Also laut Anni soll hier gleich auch schon die erste Stelle kommen. Wollen wir doch mal gucken, was er macht, ob er was macht. Es ist halt so, dass hier Späne sind und auch eine große, also so ein Gebäude, was dem Pferd auch immer so ein bisschen Unbehagen macht. Jetzt vorwärts. Genau. Ne, hat er gehört, dann brauchst du nichts weiter machen. Wieder vorwärts, dass er nicht zögert und so weiter. Langsamer wird, musst du ihm schon wieder sagen, dass er weitergeht. Genau, und das liegt jetzt wirklich an meiner Krankheit, dass ich so diese Reaktion Kopfbein. Die Schaltstellen funktionieren nicht mehr so gut und deswegen will Alex mich jetzt noch mal so ein bisschen trainieren vom Boden aus, dass ich schneller merke, wenn er anhalten will, dass ich schneller reagiere. Was früher noch gut bei mir geklappt hat, es hat jetzt nachgelassen, ist bei so einem Pferd wie Husky halt total kontraproduktiv. Ja, das ist bei dem halt immer so ein Prozess. Der wird jetzt schon wieder langsamer und wenn er dann merkt, dass man ihn nicht wieder vorwärts schickt, dann merkt er, ah ja, ich kann das machen. Und dann stellt er sich hin. Wenn du da schon gleich reagierst, ne, dann weiß er gleich, aha, Reiter passt auf, kann er nicht so viel Blödsinn machen. Gut, das hat er jetzt ordentlich gemacht, ist ja schon mal schön. Und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt sehen wir hier, wenn das Pferd zur Seite gehen möchte, ja, der weiß genau, es geht gleich nach rechts. Also versucht er, sich so zu stellen und so zu biegen, dass er zur Seite weg kann.
Das müssen wir natürlich auch verhindern. Vorwärts. Du musst wieder vorwärts rein. Genau. Treiben. Zack, zack. Dass er gleich wieder ein bisschen Gas gibt. Da steht er jetzt. Und da steht er schön. Ist er der Meinung, ne? Genau. So, das heißt, jetzt müssen wir ihn also mit Gefühl vorwärts kriegen, ohne dass er vorne irgendwie zur Seite kommt und sich einfach wegziehen kann. Sprich, wir müssen ihn vorne weich machen, also immer wieder biegen und stellen, dass er vorne weich bleibt, dass er da die Reaktion behält. Und dann möchtest du ihn immer wieder ein bisschen vorwärts bekommen. Wir haben auch eine Gerte dabei, die nutzen wir natürlich nicht zum einfach draufhauen stumpf, sondern die wird benutzt, wenn das Pferd auf den Schenkel nicht reagiert, damit das Pferd dann wieder feiner wird. Sobald er vorwärts geht, lassen wir ihn ein bisschen in Frieden, dass er weiß, hat er richtig gemacht. So, und dann, wenn er wieder stehen bleiben will, sagen wir ihm wieder, er muss vorwärts gehen. Da hat er versucht, sich nach links wegzuziehen, weil der rechte Zügel ja nicht dafür gesorgt hat, dass er da nicht weg kann. Da ist die Anni einfach nicht schnell genug, wenn er sich hinstellen will, im richtigen Moment nachzutreiben, weil da einfach die Koordination fehlt. Nur, dass ich jetzt ja durchhalten kann und er da gar nicht drauf reagiert. Richtig, ja? Und wenn er gar nicht auf den Schenkel hört, haben wir die Gerte, die wir dann benutzen müssen. Sobald er sich bewegt, lässt man die Gerte wieder weniger, dass er merkt, die Gerte kommt nur dann, wenn das Pferd Blödsinn macht. Also wie ihr seht, er macht das immer wieder, aber er geht dann ja auch wieder vorwärts, wenn man einfach ruhig bleibt und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. Gerade auch hier, weil hier ja auch ein bisschen Betrieb manchmal ist, da sind die Kleingärten, da ist Dorf, ne? Dass man dann denkt, nee, das geht ja nicht, dass das Pferd so steht, da muss man jetzt sofort weiter. Nein. Konstanter Schenkeldruck bringt dir halt gar nichts. Man muss halt wirklich einen Impuls geben und darauf soll er hören. Und dann lässt man ihn, weil das war richtig. Und dann lässt man ihn wieder kurz in Frieden und dann kann man wieder neu machen. So einfach lernen, wir lassen ihn in Ruhe, solange er macht, was wir möchten. Da wird es nämlich auch entspannt für ihn. Jetzt, wenn er vorwärts geht, ein bisschen Gas geben. Jetzt einmal. Zack, genau. Ja, ist richtig. Schön. Ja, und dann ging es los. Wir haben das wirklich kleinteilig geübt. Immer wenn sich der Husky an diesem Weg, den er nicht leiden kann, weil da sind Schrebergärten, Apfelbäume und da raschelt es gerne mal. Ja, wir haben das kleinteilig geübt. Immer wenn er sich dahingestellt hat, hat Alex gesagt, jetzt Schenkel, dann einmal Gärtentick. Und dann bin ich in einen Seitenweg geritten, den der Husky kennt. Und da durfte er sich dann entspannen im Tölt. Und hier seht ihr, brauche ich dann kaum Bein. Aber das Ganze ist halt viel zu unkonstant. Und deswegen habe ich mir den Alex jetzt als Hilfe dazu geholt. So, jetzt sitzt Alex nochmal auf Husky oben drauf. Und da ist es gleich ganz anders, weil der Alex sehr viel schneller reagieren kann, als ich es momentan kann. Alex, wie machst du das jetzt? Sobald ich merke, dass der zögern will, ja, wenn sobald er den Fleiß rausnimmt, komme ich schon mit dem Schenkel. Dann kriegt er einen deutlichen Schenkeldruck. Bei ihm ist er wirklich noch deutlich, weil er noch überhaupt nicht fein genug ist. Und sobald er jetzt auf den Schenkeldruck nicht hört, kommt sofort ein Tick mit der Gerte. Und wenn er diesen Tick auch ignoriert, kommt sofort nochmal die Gerte. Und das reicht dann meistens aus, dass er schon wieder einen halben Schritt überlegt, vorwärts zu machen. Und das ist der Moment, wo ich nachtreibe. Und dann geht er auch wieder vorwärts. Und dann lässt du sofort die Schenkel wieder weg. Genau, dann also, lasse ich ihn wieder laufen. Klar, konstant Verbindung, aber dann halt hört der Druck auf. Genau. Und das lernt man ja leider manchmal auch falsch. Das kenne ich so aus dem klassischen Dressurreiten, dass ständig dieses Nachtreiben gefordert wird. Und man die Leute immer klopfen sieht. Das ist ja im Islandbereich, möchte man das ja so gut wie gar nicht sehen. Aber bei Husky braucht man den Schenkel halt schon. Und genau, mein Problem ist halt, dass ich die Reaktionen nicht mehr so fein und schnell habe bei einem Pferd wie Husky, der da jede Sekunde nutzt und merkt, jetzt ist sie gerade nicht am Drücker. Man muss halt auf verschiedene Sachen achten. Man muss erstmal darauf achten, dass er gestellt bleibt. Jetzt macht er da gerade wieder Versuch, sich nach rechts zu ziehen, um sich rauszuheben vorne, damit er dann auch hinten wegkommt. Ja, danach hat er sofort jetzt wieder versucht, langsam zu werden, dann musste ich jetzt nachtreiben. Ich brauchte nicht mal die Gerte, er hat verstanden, was ich will und er weiß, was die Konsequenz ist. Sobald er bereit ist, mehr will man ja erstmal gar nicht. Dann geht er ja wieder. Genau. Ja, das ist und das müssen wir jetzt üben. Und üben, dann lässt üben, man üben. Ihn gehen, weil dann kann er jetzt ohne Schenkel zu machen, geht er vorwärts. Wenn ich schneller will, einmal Schenkel ran, dann geht er weiter. Das ist das, was ich von ihm will. Und das muss er verstehen, dass ich nicht mehr will. Ich will jetzt noch nicht antreiben, ich will auch gar nicht helfen. Einfach nur, dass auf meinen Schenkel vorwärts geht. Und das macht er jetzt. Und deswegen muss ich mich an Geduld üben, dass wir einfach nochmal von vorne anfangen müssen mit diesem Ganzen. Ja, und dass man jetzt halt nicht ein High-Class-Feld auf der Ovalbahn mit dem Husky machen kann. Genau. Jetzt musste ich gerade wieder die Gerte nehmen, weil da hat er wieder versucht, mich zu ignorieren. Das macht er halt immer mal wieder. Er ist ein Jungpferd. Ja, Alex, ich hoffe, dass das Ganze nicht ein Voice-Over werden muss, weil es so windig ist und ich mein Aufsatzmikro vergessen habe. Auf jeden Fall hat man es doch deutlich mitbekommen, wo die Problematik beim Husky liegt.
Und woran wir jetzt die nächsten Wochen, solange du noch hier bist, arbeiten können. Wo geht's denn hin, Alex, überhaupt? Darfst du das öffentlich sagen schon? Ich zieh nach München. Nach München? Viel Spaß, mich da zu suchen. Oh, wir besuchen dich da auf jeden Fall mal, denke ich. Ja, das könnt ihr gerne machen. Mit Hausgi? Nein, mit Hausgi. Nein, der Alex wird mich jetzt hier noch ein bisschen unterstützen, dass wir noch mal gucken, dass wir einfach so ein bisschen noch mal diese Basics bei ihm festigen, das mit dem Treiben. Und dann kann man irgendwann sicherlich auch wieder ein bisschen ins Gangtraining gehen und ja, wichtig ist, dass er erstmal den Schenkel so akzeptiert, kommt man auch dahin, was du sagst, dass die Isländer machen, dass man ihn einfach fast ohne Schenkel reitet, dass man ihn leicht antickt und der geht. Das ist ja das, wo wir hinwollen und auch hinkommen können. Ja, Alex, jetzt werden natürlich einige Follower fragen, warum wir denn dann so viel Geld investiert haben, den Hausgi in einen Vollberitt zu geben, ihn vorstellen zu lassen und jetzt ist der plötzlich wieder und ist in sein altes Muster zurückgefallen. Das erfährt man ja leider häufig nach Beritt. Auch wenn es eine Zeit gut geht, fallen manche Pferde dann öfter mal wieder in ein altes Muster zurück. Was ist da deine Erklärung? Ja, ganz einfach. Der Bereiter kann nichts. Nein, natürlich nicht. Der Bereiter hat ihn natürlich sehr schön geritten und hat ihn auch gut vorwärts gekriegt. Das einzige Problem ist, der Bereiter, der ist ein Profi. Ja, der ist ein Berufsreiter, der reitet Weltmeisterschaften, der kann das. Wenn wir dich jetzt dann da drauf setzen, merkt das Pferd... Naja, ich war ja im Unterricht auch immer. Ja, aber wie lange warst du da im Unterricht? Du musst das ja so machen, dass du es immer bei ihm so machst, wie er es braucht, damit er auch immer so bleibt. Also immer wieder gecoacht werden. Genau, das ist das, was du bei so einem jungen Pferd brauchst, bis er das sicher kann. Und er kann das noch nicht sicher nach einem kurzen Beritt. Der Beritt ist ja nicht dafür da, um das dem Pferd sicher beizubringen, dass dafür da, um das Pferd erst einmal zu korrigieren. Ansonsten, ja, wäre der Beritt noch deutlich teurer und dann wäre das Pferd nicht 5, sondern wäre vielleicht 7, weil dann kann das Pferd das sicher. Ja? Genau. Und das ist halt so die Waage, will man das alles einen Fremden reiten lassen oder schlussendlich, man muss es selber hinkriegen. Genau. Und deswegen versuche ich es jetzt auf dem Weg, mich da jetzt mal ein bisschen durchcoachen zu lassen. Und da muss man nicht immer den Profitrainer dabei haben, sondern einfach jemanden, der das Pferd kennt, der den Menschen kennt. Und der von unten auch so ein bisschen einen Blick dafür hat. Genau. Dass man ihn sozusagen zurückkonditioniert von diesem vielen Schenkeldruck, den er jetzt einfordert, irgendwann in weniger. Ja, das ist ja normal. Die meisten Pferde brauchen am Anfang eher mehr Druck und dann wird das halt weniger, wenn die verstehen, dass der Schenkel gar nicht so stark muss. Das ist ja genau das, was ich gerade versuche. Solange er läuft, weniger Schenkel und erst wenn er wieder zögerlicher wird, muss ich ein bisschen mehr Druck machen. Und ich mache ja auch nicht gleich vollen Druck, sondern ich steigere den Druck mit dem Schenkel immer so, dass er gerade reagiert. So, Hausgi, du hast dir das jetzt alles angehört, hast dich jetzt hier wieder schön ausgeruht in der Landschaft. Ich weiß zumindest, dass man hier eine Seniorin draufsetzen könnte, in den Wald stellen könnte und da würde nicht viel passieren mit dem Hausgi. Ja, stehen hat er gelernt. Stehen hat er gelernt, genau. Ja, genau, wir wollen Hausgi nochmal von hinten aufzäumen. Nein, dass wir ihn irgendwie mal wieder von vorne aufgezäumt bekommen und ihn nochmal so ein bisschen resetten und dann, denke ich, kann auch vielleicht irgendwann... Kann ich dann wieder mit Steffi ein bisschen reiten, ein bisschen Ovalbahntraining machen und vielleicht mich auch nochmal wieder auf das Gangmäßige konzentrieren. Ja, das war mein kleiner, ehrlicher Einblick in mein Problem mit Hausgi. Und ja, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und was weiß ich was da. Und jetzt kommen bald noch ein paar andere Themen, die habe ich mir schon für euch überlegt. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fill, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it?